Und hallo und willkommen zurück zu RimWorld. Jetzt mal gucken. Die Wände sind noch nicht fertig, das dauert eine Weile. Und ich muss dann noch gucken, dass ich die Windkrafträder hier fertig kriege. Beziehungsweise die Wasserräder muss ich ja noch erforschen. Da muss ich ja noch dran arbeiten. Das dauert aber leider noch ein bisschen. Ich glaube, hier können die noch ein Windkraftrad hinbauen, ne? Mal gucken. Wo haben wir denn Strom? Aber Batterien haben wir nicht, sehe ich gerade. Habe ich Batterien nicht erforscht? Nein, nur. Klimatechnik, Batterien habe ich nicht erforscht. Oh, okay, da muss ich erst Batterien erforschen. Das ist ja doof gerade. Ich habe zwar Strom, aber der wird ja nicht gespeichert, so. Wie viel Material kosten das? Zwei Bauteile und 100 Stahl. Wow, Stahl habe ich jetzt gerade nicht. Ist hier noch gar nicht fertig gemacht, ne? Ja, dann muss ich gucken. Da habe ich noch Bauteile. Wie viele? 26. Ist jetzt auch nicht mehr so viel. Die verrotten auch, sehe ich gerade. Das ist ja nicht so toll. Dann muss ich hier doch mal verarbeiten, ne? Das Batteriehäuschen sehe ich schon, das reicht nicht mehr. Da muss ich nochmal dran arbeiten. Das heißt, das muss neu installiert werden. Und zwar machen wir das hier hin. Okay. Und eigentlich muss ich dann hier die Batterien das nicht aus Holz machen. Eigentlich muss ich das aus Stein machen, ne? Wie mache ich denn das am besten? Oder reiße ich das nochmal ab und baue das hier so hin? Das ist ja vielleicht besser, ne? Ich hätte das ja gern kombiniert. Nahrungsmittelvergiftung? Oh, das klingt nicht so gut. Ist der denn dann hier? Zieltemperatur 21 Grad. Nein, wir müssen eigentlich minus 10 haben hier. Dann ist doch kein Wunder, dass hier alle schlechtes Essen haben. Die sieht super aus, muss ich zugeben hier, ne? Megumi. Der Polarwolf. Oh, hier muss man einer sauber machen. Wer kann denn? Kannst du sauber machen? Max Madeleine nicht. Okay. Rivalen. Interessant. Wer kann denn hier reinigen? Können eigentlich alle. Dann machst du mal gerade sauber. Dass hier ein bisschen die Bude sauber ist. Hier, komm, mach noch mal ein bisschen mehr sauber hier. Das muss noch mal ein bisschen. Okay. So, jetzt brauche ich hier nur Fußboden. Klasse Fußboden. Wo haben wir denn Böden? Da. Böden? Ich habe hier keine Böden eingebaut, ne? Doch, da sind schon Böden drin, ne? Da auch. Da auch, ne? Okay. Dann ist gut. Das sieht nämlich immer aus, als wäre das dreckig hier, aber es ist ja nicht der Fall. So, Madeleine ist noch ein bisschen am Arbeiten. Hier bräuchte ich noch eine Lampe tatsächlich, ne? Strom. Ne, Strom nicht. Wo war das? Möbel. Eine Lampe muss hier hin eigentlich dann, ne? Dass man hier ein bisschen Licht hat in der Bude. Machen wir zwei Lampen hier hin. Das wird wahrscheinlich zu viel werden, aber egal. Hier müsste ich eigentlich auch noch eine Lampe hinstellen. Da vielleicht? Oder da oben? Setzen wir da noch eine Lampe hin. Ist wahrscheinlich nicht so gut, aber müssen wir schauen. Ich hoffe nur, ich habe genug Baumaterial. Das wird nämlich noch interessant. Ich verbrate das jetzt hier alles und dann stehe ich nachher da. Der Nils ist angeschlagen. Warum ist er verletzt? Prellungen. Wer kann dich denn heilen? Arzt. Welch macht das. Okay, dann muss Welch. Ah, Welch schläft schon. Okay. Ja, ich will Welch jetzt nicht aufwecken. Muss Welch dann morgen machen oder so. Muss mal gucken. So, ist jetzt zum Glück schön ruhig hier gerade. Die Felder, ja, muss ich mal gucken. Muss ich noch dran arbeiten. Das Ding würde ich gern weghaben hier, aber ich weiß nicht, was da drin ist. Das gefällt mir nicht. Ich habe auch nicht so gute Wände. So gute Waffen. Wände habe ich auch noch keine hier, da muss ich noch dran arbeiten. Dass ich das so weit nach oben basteln muss, ist ein bisschen doof. Was ist das hier? Reis. Das müsste ich eigentlich nach oben schieben, leider. Muss ich nochmal gucken. Die müssen nach oben, damit ich hier unten noch komplette Felder wieder hinkriege. Das ist nämlich ein bisschen doof gemacht, leider. Naja, mal schauen, wird schon irgendwie hinhauen. Dann wird das schon hinhauen. Kannst du dich mal. Achso, du musst jetzt was essen.
über Licht in der Bude. Kannst du dich mal da hinlegen? Du kannst dich da nicht hinlegen. Ja, dann muss Walsh das nachher machen, wenn er ins Bett geht. Das geht's gerade nicht. Dann muss ich nämlich ein bisschen heilen, dass er wieder fit ist. Das wäre wichtig. Große Skulpturen, gut, dass wir fertig werden hier. Dann kann ich nämlich noch ein bisschen Geld verdienen nachher hoffentlich. Essen kommt ja rein langsam, das ist ganz gut. Aber wir sind hier gerade am Arbeiten. Da ruhig noch Sachen weg. Du musst noch mal putzen gerade. Das sieht echt übel aus, Mensch. Oh, Taro ist am Kotzen, das ist nicht gut. Wenn er jetzt hier ins Essen kotzt, wäre das nicht so toll. Nein! Uah. Ich muss das nochmal reinigen hier. Sonnenfinsternis. Okay. Kannst du nochmal ein bisschen aufräumen hier? Nee, Pistole fallen lassen nicht. Ach, Taro ist am Reinigen. Nee, Walsh ist auch mal reinigen. Gut, ihr seid alle mal reinigen. Das finde ich gut. Jetzt ist Walsh total im Reinigungsfieber. Das finde ich sehr gut. Wenn Walsh gerade nichts zu tun hat, perfekt. Perfekt. Also liegen hier Bauteile und da nicht. Die restlichen draußen. Warte mal, was habe ich denn hier eingestellt? Lager. Wenn Bauteile hier. Wo liegen denn Bauteile? Bausachen, Rohstoffe? Warte mal. Uranstahl, Silber, Plasmastahl. Nee. Wo ist denn das nochmal? Hergestellt? Nee, Bauteile sind ja werden auch nicht hergestellt eigentlich. Hightech-Bauteile. Für anspruchsvolle Anwendungen. Nee, das ist. Ich bin jetzt echt überfragt gerade. Für Gebäude. Das ist alles freigegeben hier eigentlich. Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es echt gerade nicht. Ja, Batterien. Ich weiß, dass Batterien fehlen. Was ist denn die Forschung? Immer noch nicht ganz fertig. Madeleine ist aber dran. Das ist schon mal gut. Wenn das fertig ist, müssen sofort Batterien hergestellt werden. Und Zuckerlamm. Zuckerlakam. So. Den weiß ich noch nicht genau. Den kann ich ja nicht. Warte mal, was hat Otaro denn eigentlich? Hat denn irgendwer hier die Möglichkeit, dass man ausher? Nee. Gar nicht. Das heißt, Zuckerlamm kann ich nicht zähmen. Ich hoffe, dass er dann sich verzieht hier, weil der füttert mir damit das Essen auch weg. Das ist nicht ganz so toll. Das werde ich nochmal abreißen müssen. Und dann werde ich das nochmal neu bauen. Und zwar, wo haben wir Befehle? Abreißen. Das ganze Gedöns nochmal weg. Die Böden auch nochmal abreißen. Das baue ich dann weiter hier drüben hin. Ein bisschen abseits. Vielleicht kann ich das auch hier hinbauen. Ich weiß noch nicht genau. Muss ich mal gucken. Das wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Da muss ich hier eine Stromleitung rüberlegen. Oder hier. Mal sehen. Kriegen wir schon irgendwie hin. So, warte mal. Walsh hat sich schon ins Bett gelegt. Das ist nicht gut. Kannst du behandeln ihn mal kurz? Und dann kannst du dich ins Bett legen. Alles klar. Taro, geht noch was futtern alles? Ja. Ja, Strom ist noch so eine Sache. Und der Strom geht gleich aus. Das ist nicht so toll. Das muss gleich noch sauber gemacht werden. Da hat Hutaro wieder alles zugekotzt. Das trocknet ja jetzt ein. Und wie sieht das denn aus hier? Das ist nicht so pralle. Daniels, du machst mal gerade sauber. Komm hier, das geht gar nicht. Das ist ja ekelhaft. Ekelhaft. So, jetzt kannst du da draußen noch ein bisschen abhauen. Ist echt ein Nachtmensch, ne? Hat den jetzt auch schon kochen? Fraktionen haben sich geändert, okay. So, was Leben macht, das ist fertig perfekt. Das Tempo, bzw. die Arbeitsaufteilung ist schon ganz gut jetzt. Also, sie machen das schon nicht schlecht. Essen ist ja jetzt da, gekühlt wird es auch. Die Forschung reicht nicht ganz, Mensch, mal Leben. Du musst doch ein bisschen was machen. Ah, du weißt, was essen, ne? Ja gut, mal Leben wir das essen. Das geht auch. Ein bisschen Pause machen. So, dann muss ich mal gucken. Ich hätte jetzt gerne
die Übersicht, damit ich weiß, wie groß diese Wasserräder sind. Ich glaube, wenn ich die gebaut habe, sollte das eigentlich auch reichen. Hoffe ich zumindest. Was ist denn der jetzt schon? Ach, da unten, der baut noch an den Wänden weiter, okay. Das kannst du mitnehmen, hier. Nimm das mal mit. Lass das hier nicht liegen. Forschung verschlossen, Wassergenerator. Okay, nächste Forschung. Batterien sind ganz wichtig. Ich wollte ja eigentlich hier noch ein bisschen was machen, aber wir müssen das mal Batterien machen. Wo geht Madeleine denn jetzt hin? Oh, sie geht was hier an. Solltest du das nicht zähmen? Ich bin gerade überfragt. Du bist aber mit dem Ziel noch nicht so toll. Wie sieht das bei dir aus? Okay. Kann eingesammelt werden. Jetzt geht Madeleine wieder was forschen. Hier erstmal halb tot geballert. Was ist nicht tot? Ich weiß nicht, ob Madeleine das sich da noch abholt. Hier, ich hoffe es mal. Madeleine geht erst wieder. Wo geht Madeleine denn hin? Das Alpaka ist tot, ne? Ja. Ah, ist ja ganz gewieft hier. Wird einfach tot total blutig geschossen und dann einfach liegen gelassen. Und ist dann draufgegangen. Ist dann brauchst du es noch einsammeln. Krass. Okay. Auch nicht schlecht. Ich werde mal gucken müssen, habe ich denn überhaupt jemanden, der hier jagen kann? Hier. Madeleine. Und Hotaru habe ich hier beide. Problem ist, die müssen auch zähmen. Und ich habe die Befürchtung, Herr Welsh ist leider nicht geeignet dafür. Ich hätte ja gerne noch ein paar Tiere jetzt hier, damit ich noch ein bisschen Stoff und so rankriege. Aber wenn die dann sauer werden, ist auch wieder so eine Sache, ne? So, das Ding ist weg. Achso, jetzt kann ich mal gucken. Warte mal, wir haben ja jetzt hier die Baupläne hoffentlich. Strom. Wassergeneratoren. Ach du Heilige. Uff. Okay. Da ist ein Problem. Warum? Wegen der Wand? Oder war das überlagert? Ich denke mal, weil es überlagert, ne? Ja, weil es überlagert. Das ist ja doof. Dürfen also nicht überlagern, oder wie ihr hört, oder sollten nicht überlagern. Aber das ist halt ein Problem. Ich habe ja nicht so viel Platz hier. Die einzige Möglichkeit, das hinzubauen, wäre hier. Dann. Das Blödeste sind aber zwei Löcher, dann ich würde das sehr gerne hier hinbauen. Ich weiß nicht, ob die dann vielleicht nicht so viel produzieren oder so. Das kann natürlich sein, ne? Die einzige Möglichkeit wäre sonst noch hier hinten, aber das ist auch wieder blöde. Aber andererseits wird das hier ein bisschen besser geschützt. Das Blöde ist so, wenn die von hinten hier rankommen. Kann ich im Wasser eigentlich eine Mauer bauen? Eigentlich nicht, das wird keinen Sinn machen. Ich würde das schon gerne hier haben, aber es geht halt nicht, ne? Ich muss ein bisschen Platz haben. Dann muss ich die Mauer anders bauen. Geht nicht anders. Ich weiß nur nicht genau, ob das komplett im Wasser sein muss. Dann muss ich es hier hinbauen. Ich bin da noch hin und her gerissen. Da ist es eigentlich natürlich toll, weil es genau in der Mitte ist, aber ich fürchte, ich muss es hier hinbauen. Bauen wir es hier hin. Das heißt, die Mauer muss hier wieder weg. Großartig. Ist das richtig? Drehen. Ja, das passt so, glaube ich, ne? Oder? Einen nach oben. Zwei nach oben, ne? Ja, zwei nach oben. Also die beiden wieder abbrechen. Und dafür zwei weiter oben abreißen. Ja. Dafür dann, Wand. Was ist denn das eigentlich für Wand? Schiefer oder was ist das hier? Sandstein. Ach du meine Güte. Okay, Sandstein. Habe ich denn noch Sandstein? Nein, habe ich nicht. Das wollte ich gar nicht. Das heißt, die Pläne muss ich hier nochmal abreißen dann.
Kopie bauen. Das machen wir dann. Hier muss ich das machen, ne? So. Ne, dann machen wir das hier zu. Ist egal. So. Ja, dann könnte ich hier neben eigentlich das Stromhäuschen bauen und dann hier eine Leitung überziehen. Das wäre möglich. Ob das so eine gute Idee ist, weiß ich noch nicht. Muss ich mal schauen. Hier bin ich jetzt natürlich nochmal überlegen, wenn ich hier das Häuschen hinstelle, ob ich das ein bisschen schütze. Dann bauen wir das hier so zu. Dann können wir hier noch Batterien machen. Hier kommt dann die Stromleitung hin. Das muss, also ich muss das hier zumachen. Und setzen wir hier unten die Hütte hin. Ja, machen wir so. So geht das, glaube ich. Und hier baue ich das ein bisschen zu. Müsste ich eigentlich, damit das ein bisschen. Aber andererseits, wenn ich das zubaue, ist hier wieder ein Problem, ne? Hier können die sich nämlich schützen wieder. Das ist nicht so toll. Aber ich müsste es hier hinbauen, ne? Das ist halt auch so eine Sache. Jetzt bin ich echt hin und her gerissen. Ich muss da nochmal schauen. Ich muss mir da noch was überlegen. Aber ich würde sagen, das mache ich in der nächsten Episode. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!